sind begehrt als Fahrrad- und Tannenbaumständer und sie werden mit Latte Macchiato und Schokopudding verziert. Vielleicht kann das ja eine Anwohnerin erklären. Es ist jetzt hier, geht hier seit Monaten, dass die Parkautomaten nicht funktionieren. Jetzt gehen einige, aber es kommen immer wieder Kunden zu mir ins Café und fragen, ja, muss man jetzt einen Parkschein ziehen oder nicht? Und ich sage immer, ich weiß es nicht. Wir sind uns langsam